Mein Name ist Jan Flubacher, ich bin Kontrabassist und wohne in Arnheim, wo ich auch an der Musikschule unterrichte. Ursprünglich bin ich eigentlich im Jazz zu Hause und habe mich von da aus in diverse Stile begeben. Rock'n'Roll, Latin, Hip-Hop-Bands habe ich gespielt und auch in klassischen Salonorchestern. Diese verschiedenen Stilistiken brauchen natürlich alle eigentlich ganz verschiedene Anforderungen. Erfahrungsgemäß ist es so, mit dem Verstärken von akustischen Instrumenten, solange alles nicht so laut sein muss, gibt es schon auch mehrere Lösungen, die vielleicht schön sind. Natürlich auch zum Beispiel mit Mikrofon. Wenn das Ganze aber laut werden muss und wenn das Bühnenvolumen hoch ist, dann braucht man was, was da funktioniert, was nicht rückkopplungsempfindlich ist, was das Klangbild gut abzeichnet. Und ja, am liebsten natürlich klingt wie ein Mikrofon ohne die Übersprache der anderen Instrumente. Ich habe hier mit meinem Equipment, mit dem Bass Balzerat Pickup und den Real Bass Verstärkern die Möglichkeit gefunden, das alles unter einen Hut zu bringen. Der Bass Balzerat Pickup war sozusagen die Ausgangsposition und er ist jetzt weiterentwickelt worden, auch für andere Streichinstrumente. Was man feststellt, ist, dass es eigentlich auf jeder Art von Instrument funktioniert. Das hat damit zu tun, dass man den Pickup, der ist rund gebaut und man kann ihn dadurch durch Drehen einstellen. Das muss man auch tun. Und damit findet man eigentlich an jedem Instrument eine passende Einstellung. Das heißt also, wo die Frequenzen so abgebildet werden, dass es dem Instrument entspricht. Probieren wir nochmal eine Einstellung. Also es sind keine festen Einstellungen, sondern das kann man einfach Millimeter für Millimeter so drehen, bis man so das hat, was einem am besten gefällt. Ja. Das Schöne an dem Pickup ist, dass natürlich zum einen auf das Instrument selber einstellen kann. Das andere ist, dass man natürlich mit so einem akustischen Instrument auch immer mit der Raumakustik zu tun hat. Und auch daran kann man jetzt den Pickup wiederum anpassen. Also wenn man in einen Raum kommt, wo man merkt, hier verzeichnet das ganze akustische Bild, dann kann man wiederum den Pickup drehen und einstellen und die Einstellung suchen, die jetzt für diesen Raum am besten passt. Es ist relativ einfach, die Pickups in die Instrumente einzubauen. Dafür muss ein Loch in den Steg gemacht werden, das macht der Geigenbauer. Und dann wird der Pickup da reingesetzt. Und danach kann man eben durch das Drehen des Pickups das genau auf das Instrument einstellen. Also alles in allem ist es ein hervorragender Pickup. Ich kann damit das Klangbild hervorragend und detailliert abzeichnen. Ich kann damit laut spielen, auf lauten Bühnen, in großen Sälen. Ich kann damit auch hervorragend mit drahtlosen Systemen arbeiten. Also das Fazit ist, dass ich mit diesem Element einfach alles bedienen kann.